Heute geht's nach Marienberg und zwar mit der Gruppe Tasted Sun. René, erzähl mal, ihr seid dicker Bestandteil von der Marienberger Rockszene und ihr sagt selbst, ihr macht Mucke, die ist wie ein Energy-Cocktail ohne Soda und Eis. Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Ist schwer einordnenbar, unsere Musik. Also wir wollten das nicht einfach so platt Hardrock nennen oder die Musik rockt oder das, weil jetzt in jeder Ecke rockt jede Bratwurst, sag ich mal. Okay. Und deswegen, weil wir sehr viel Energie einfach reinstecken und die Leute, die das hören, sehr viel Energie rausholen können, laut unserer Meinung, haben wir es einfach Energy Cocktail genannt. Ohne Soda und ohne Eis, also ohne Verdünnung einfach drauf. Einfach volles Brett. Ganz genau. Sehr schön. Euch gibt es ja schon ein paar Jahre. Wie habt ihr euch damals gefunden? Gab es da irgendwie einen speziellen Anlass, da der alte Kumpels, oder wie ist das abgelaufen? Also insgesamt, wir kennen uns hier schon länger. Das ist in diesem Ort dann quasi auch nicht schwer, sage ich mal, sich zu sehen, aber direkt zu tun hatten wir nichts miteinander. Also ihr kommt richtig alle aus Marienberg? Marienberg und Umgebung. Aber halt, wenn man, ich sag mal, leicht alternativ ist, dann hat man immer nur die gleichen Anlaufstellen und dann trifft man sich halt. Und als alternativ vom Denken und so weiter halt. Und dann ist man halt nicht in der Tennishalle, sondern in irgendeinem Club und da trifft man sich halt. Klar, und meistens beim Bier. Nein, ich würde sagen, Bier spielt eine Rolle, ja, auf jeden Fall. Unsere Eltern, die sind ja meist musikalisch eher mehr eine komplett andere Ecke und Generation als wir. Mhm. Sind die bei euch voll mit dabei oder würden die euch am liebsten verstoßen dafür, was ihr macht? Nee, also wenn ich jetzt von meinen Eltern reden darf, die anderen sehen das aber ganz genauso. Das weiß ich jetzt, ja, kann ich eigentlich verallgemeinern. Unsere Eltern sehen das sehr entspannt mit unserer Mucke. Also sehr positiv auch, sind sehr große Fans unseres Videos, was auf YouTube zu sehen ist. Und dadurch, dass wir nicht grunzen und sonst was und das halbwegs nach Musik klingt, sind die da echt auch zufrieden, ja. Genau, und da hören wir jetzt auch mal rein. Richtig ordentlicher Stampfer, The Blue Line Train. Was ist denn das und worum geht's in dem Teil? The Blue Line Train ist also eine Zuglinie in Chicago. Die haben also, so wie mir, die S-Bahn in 11, 10 oder was auch immer teilen die das in Farben, weil das dort einfach sich jeder besser merken kann. Also es ist halt einfach. Okay. Und die Blue Line Train, die führt quer durch Chicago und ich war 2009 dort. Und da gab es halt so eine Nacht, da war dort niemand und in dem Zug war niemand und da saß ich dann allein in dem Zug, da ging halt quer durch Chicago, weit weg von zu Hause allein und da gehen dann schon die ganzen Filme so durch den Kopf, die Nachrichten, die man schon mal gehört hat und tja, und darüber handelt dann der Song, wie ich mich da so gefühlt habe insgesamt und ja, wie erleichtert ich war, als ich dann dort raus war oder wie entspannt dann die Lache war, dass ich gemerkt habe, so schlimm ist es gar nicht. Alles klar, und da hören wir jetzt rein. Tasted Sun aus Marienberg bei RSA mit The Blue Line Train. Now
Damit düsen wir in den Donnerstagabend. Tasted Sun rocken hier in der Mission Rock bei RSA, The Blue Line Train. Mission Rock. RSA sucht jetzt Sachsens beste Rockbands. Okay, René von Tasted Sun aus Marienberg. Tasted Sun, das heißt ja ungefähr, also einfach mal grob übersetzt, ich hab mal von der Sonne gekostet. Schmeckt die Sonne, ja. Brennt ihr für einen Rock'n'Roll oder wie darf ich denn das jetzt verstehen? Also das ist gut, das ist mal eine ganz andere Sichtweise. Sehr schön, auf jeden Fall. Wir brennen auf jeden Fall für einen Rock'n'Roll, alle, seit Ewigkeiten. Allerdings ist diese Geschichte, das liegt am Vorgängerprojekt, das hieß Sandin, was Sonnenpriester heißt. Das ist einfach da angelehnt halt, weil schon mal was mit Sonne zu tun hat, mit da geschmeckte Sonne draus gemacht werden. Okay. Deswegen. Aber das so zu sehen, brennen für einen Rock'n'Roll ist auf jeden Fall cool. Merke ich mir, für unsere Bio. Sehr gut. Ihr seid ja auch kräftig am Live-Mucken mit Tasted Sun. Habt ihr auch da schon mal einen Auftritt gehabt, der irgendwie komplettes, volles Brett in die Hose ging? Ich hätte jetzt beinahe gefragt, einen. Also komplett volles Brett nicht, aber es geht schon immer mal was schief. Also der letzte extrem schiefe Gig, wo ich mich jetzt dran erinnern kann, das war einer, der ging 2,5 Liter lang. Da hatte dann unser Schlagzeuger von einem geborgten Drum unten, der Bass-Drum, das Feld durchgelatscht und es gab keinen Nachwuchs, und also kein neues, und deswegen konnten wir dann gleich einpacken. Also nach 2,5 Litern wurde es dann gegessen, das ganze Ding. Autsch. Das kann man schon als, würde ich mal in die Hose gegangen zählen. Aber das passiert ja bei jeder Band mal. Okay, also ich weiß nicht, ob es so extrem bei den anderen, aber wir sind drüber weggekommen. Das ist die Hauptsache. Habt ihr noch so richtig große Rockerträume, also zum Beispiel mal bei einem Festival zu spielen wie Rock im Park, dass ihr das unbedingt mal machen wollt, oder ist das eher nie so wichtig? Ja, ich sag mal, ich habe mal gesagt, ich will auf jedem Festival, wo ich mal war, mal live spielen auf jeden Fall. Da ist Rock im Park auf jeden Fall dann auch dabei. Die Sache ist nur die, ob es Träumerei bleibt oder ob es halt tatsächlich schaffbar ist. Also sofern ich was dafür tun kann, dann werde ich das machen auf jeden Fall. Das ist die Hauptsache. Der nächste Klopper von euch heißt See My Kind of Town und der hat mich jetzt ein kleines bisschen an Power Metal von Pantera erinnert. Habt ihr solche Vorbilder? Teile. Also wir haben den unterschiedlichsten Musikgeschmack und da kommt es dann von überall her und gerade bei dem Lied ist dann auch viel zusammengeschmolzen. Und da ist auch Pantera mit drin, wohl wahr. Ich habe allerdings, ich höre dann immer einen leichten Metallica-Ansatz mit raus und so, aber das ist halt jeder, wie er es hört. Aber ich denke, da liegt man nicht falsch, wenn man das so interpretiert, sag ich mal so. Alles klar.